So, weiter geht's mal wieder mit Pro-Aim-Brille. Es ist eine ganz normale Brille. Jo, wieder gemeinsam mit den Russen. Wir haben den verdammten Bastard. Aber er ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich. Tut mir leid, Kumpel. Imran Sakajew, ja? Der Mann ist ein Gespenst. Er soll untergetaucht sein. Hat tatsächlich nur den Arm erwischt, ne? Ich bin ganz Ohr. Ganz der Papa. Sakajews Sohn, Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist Kamarow weiß, wo sich der Junge aufhält. Gut gesagt. Und der Kleine weiß, wie wir Sakajew finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße? Schon, ja. Nicht schlecht, Kamarow. Das könnte klappen. Wildshire 1-6, wir sind in Position. Bravo 6, Wildshire 1-6 hier. Störsender aktiv. Angriffserlaubnis auf die Wachstation erteilt. Ende. So, klettern Sie auf den Müllcontainer und machen Sie sich bereit, die Wachen im Turm auf mein Zeichen auszuschalten. Der Rest folgt mir. So, wo wir gerade dabei sind, viele von euch haben den Kanal noch gar nicht abonniert, sagt mir YouTube. Das ist die Gelegenheit, das zu ändern. Ich würde mich freuen und ja, mein Kanal würde wachsen und das wäre toll für uns alle. So. Was haben wir für eine Zweitwaffe, eine Pistole? Ja, okay, so eine MP, die ich aber auch nicht gerne. G36C. Okay. Beschäftigen Sie sie, bis wir Sakajews Sohn gefunden haben. Jawohl. Wir haben nicht viel Zeit, also los. Na, das war schon. Ja, dann bis zum nächsten. Nee. Zwei Stunden später. Mann, du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Bravo 6, hier Watcher 1-6. Verfolgen einen feindlichen Konvoi, der auf euch zukommt. Ich zähle 6 Fahrzeuge. Over. Verstanden. Niemand schießt, bevor ich den Befehl dazu gebe. Also, er sieht auch nicht gerade aus wie ein Russer, ne? Er hat die Farbeimer und die Reifen da hochgeworfen. Erinnert mich ein bisschen an die Pizza bei Breaking Bad. Daumen hoch, wenn es sich da auch erinnert. Wenn nicht, dann nicht. Verstanden, alle Teams bereit. Das Ziel ist im Jeep vor dem BMP. Wir müssen ihn leben kriegen, also Vorsicht beim Feuer. Warten. Ausräuchern. Komm. Oh. Warum sehen die alle so aus wie die? Wir haben Gesellschafter. Feindliche Verstärkung im Sinn. Nicht schlecht. Aber das hält mich nicht auf. Richtig ernst meint er es aber auch nicht, ne? Versuch wird kommen! So, nehmen Sie sich Quicks und verfolgen Sie den Kerl. Wir kümmern uns um die feindliche Verstärkung. Bravo Team, hier Vulture 1-6. Verfolge das Ziel. Verdammt, der Typ ist scheiß schnell. Okay, er verlässt den Schrottplatz in Richtung Nordwesten. Trägt auch einen Trainingsanzug. Junge! Das hätte ich dem Hund auch lieber gesagt. Okay, das Ziel bewegt sich. Guter Junge.
ich habe alles Mögliche gedrückt. Ah, komm. Erstmal in Ruhe nachladen, ja? So viel Zeit muss sein. Ja, das Gewehr macht Spaß, muss ich sagen. Feindliche Einheit, erster Stock rechts. Jawohl, du hast ihn. Einer ist hinter der umgekippten Mülltonne. Feind bei der Mülltonne. Ach, das war die umgekippte Mülltonne. Okay, ich habe sie nicht als solches erkannt. Alter, als hätte ich es 1000 Mal schon gemacht, ne? Okay. Besteht sich Kontakt zum Ziel, Ober. Bestätigt. Über Betrieb eines 5-stöckigen Gebäudes gesichtet. Das war aber doch. Hier bewegt sich im nordöstlichen Teil des Gebäudes erster Stock. Oh. Na? Ja. So nämlich. Was soll die Bude, Eilekerl? Ja, jetzt pass auf. Hat sich selbst. Ja. Darauf gönne ich mir jetzt erstmal einen Schluck Tee und gebe euch die Gelegenheit, ein Däumchen oben zu drücken. Mmh. Ingwer Kurkuma. Richtig schön scharf. So muss das. Ups. Dachte, ich bin cool und gehe da oben lang, aber mir hat das nicht geklappt. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich hin muss. Scheiße. Hilfe. Treppenhaus. Das ist das Falsche.
So, dann sind wir hier reingekommen. Das heißt, irgendwie immer weiter hier rum, darum, dort rum, darum, darum. Wem das zu schnell geht, mir geht es eigentlich auch ein bisschen zu schnell, aber irgendwie funktioniert's. Aha. Muss ich jetzt ernsthaft hier durch diesen... Oh, es hat geklappt, aber die Tür ist zu. Okay, dann war das wohl unnötig. Gehen wir doch einfach hier rum. Okay. Kann man Fenster anmachen? Kann man. Störsignal. Bewegung auf dem Dach. Bereithalten. Ja, ID positiv. Das Ziel ist auf dem Dach. Er gehört dir. Yay! Das Ziel ist auf dem Dach. Runter mit der Scheißwaffe! Runter! Ich kann ihm ins Bein schießen, Sir. Nein, nicht schießen! Das Risiko ist zu hoch! So, nehmen Sie die Waffe und halten Sie ihn auf. Runter damit! Unglücklich. Der Kleine hat ein paar Probleme. Baseplate, hier Bravo 6. Sakajews Sohn ist tot. Wir kommen nach Hause. Ach Scheiße. Sein Sohn war unsere einzige Spur, Sir. Vergiss es. Ich kenne den Mann. Er wird es nicht unbeantwortet lassen. Verschwinden. Ah, Mann. Schöne Trainingsanzug eingesaut. Unsere Anführer haben uns an den Westen verkauft, unsere Kultur zerstört, unsere Wirtschaft, unsere Ehre. Unser Blut wurde auf unserem Boden vergossen. Mein Blut. An ihren Händen. Sie sind die Eindringlinge. Alle amerikanischen und britischen Streitkräfte werden Russland sofort verlassen. Oder die Konsequenzen spüren. Was wären die Konsequenzen? Einfach. Entweder wir nehmen die Einrichtung ein oder die Welt von morgen ist eine andere. Freigabe für Halo. Charlie Team los. Zweiter Absprung. Bravo Team bereit machen. Los. Bei mir neu formieren. Das Ultimatum. Formieren wir uns mal neu. Bravo 6. Sergeant Griggs hat gerade seinen Notsender aktiviert. Er ist einen halben Kilometer südwestlich. Over. Wir sind unterwegs. Bravo 6 Ende. Los geht's. Ich bin erster. So. Oh. Kontakt voraus. Feindliches Fahrzeug. Ziel ist erledigt. So, wir durften schießen. Warum sagt denn das keiner? Dann halte ich beim nächsten Mal direkt drauf. Feind in Sicht. Brr. Brr. Feind erledigt. Einer weniger. Kann jemand von euch Russisch? Mich würde interessieren, was sie sagen. Wenn ihr es wisst, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreiben würdet. Weil ich verstehe es nicht. Sie müssen Griggs in einem dieser Häuser haben. Da ist ein Zugang durch diese Kellertür. Wir gehen von dort aus von Raum zu Raum, aber leise. Los jetzt. Leise, ja okay, da ist ein Schalldämpfer drauf, ne? Vielleicht hat das einen tieferen Sinn. War die Gelegenheit. Raum gesichert. Küche dreckig. Dieses Stockwerk ist sicher. Rauf zum nächsten.
Oh, das war Gas. Sorry, Gas. Griggs ist nicht hier. Verstanden. Bei mir unten neu von mir. Verstanden. Weiter zum Essen aus. Leise sein. Jawohl. So, riskieren Sie einen Blick. Weiter zum Essen aus. Leise sein. So, riskieren Sie einen Blick. Okay, geht es tatsächlich darum, leise vorzugehen, ne? Weil jetzt habe ich jetzt mit der hier mit Schalldämpfer geschossen, da war kein Problem. Ich glaube, dann wechseln wir doch mal lieber mal wieder auf die Pistole, ne? Weil ist ja Teil der Mission irgendwie, wenn wir sie denn nochmal wieder finden. Nein, das war nicht meine Pistole. Nein, nein, nein. Sie ist weg. Dann haben wir wohl Pech gehabt. Naja, bleibt noch das MG. So ein Schalldämpfer. Macht eh mehr Spaß als Pistole. Wo sind die anderen? Weißt du, der Stockwerk ist sicher. Weiter die Treppe hoch. Das ist cool, ne? Die können scheinbar über Funk Bauchrednern. Los, los, los! Alles klar. So, Griggs losschneiden. Bewegung. Wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, ihr Jungs würdet mich hier zurücklassen. Das hatte ich zuerst auch vor, aber du hast das ganze C4. Alles in Ordnung? Ja, ich kann gehen. Okay, tja. Teamers, wir haben Griggs und kommen aus Gebäude 2. Aber gut. Wir müssen den Turm ausschalten, damit die vorrückenden Teams durch die elektrische Umzäunung brechen können. Die, hier, wie heißt es schnell? Die Explosion an der Tür hat die anderen Leute aber nicht alarmiert, ne? Das war eine leise Explosion. Leiser als ein G36 schießt. Also ich habe sowieso in Erinnerung, dass das G36 relativ leise war. Bewegung. Könnte aber auch an den Ohrstöpseln liegen. Charlie 6, wie ist euer Status? Over. Team 2 in Position an der Umzäunung. Wir warten, bis ihr den Strom abschaltet. Also ein Ohrstöpsel, die man damals tragen muss. Oder wahrscheinlich heute immer noch trägt bei der Bundeswehr. Alle weg hier. So, hallo. Was heißt alle weg hier? Wie weit weg? Wir sprengen da weg, das heißt, der knickt da runter. Ja, komm. Aber da zieht er da hinterher, ne? Charlie 6, der Turm ist eingestürzt. Kein Strom. 20 Sekunden. Verstanden. Wir durchbrechen die Umzäunung. Bereithalten. Notstrom in 10 Sekunden. Bereit. 5 Sekunden. Okay, wir sind durch. Bravo 6, wir warten auf euch beim Sammelpunkt. Ende. Sehr schön. Wir sind auf dem Weg. Ihr macht das schon. Was ist mit dem Zaun hier? Er macht hier ein Loch rein? Ist der nicht unter Strom? Ich nehme an, irgendwie sowas wie Vorsicht, Hunde.
feindliche Helikopter. Hier geht's gleich ziemlich rund. Kann leider nicht vorher die beim Abseilen erwischen. Griggs und ich suchen eine alternative Route. Kontakt westlich von uns. Meine Güte, ey, ihr seid aber auch lebensmüde, ne? Oh, da wird scharf geschossen. Ich glaube, da renne ich mal lang. Ziel neutralisiert. Oh, Auto brennt, gleich mal zum Bumm. Auf den Dächern. Ich habe immer die Tendenz abzuhauen, ne? Kontakt im Nordwesten. Achtung, rote Fässer. Also ich muss sagen, bei diesen Spielen bekommt man ganz einfach oder das Gefühl, dass es ganz einfach ist, irgendwie so ein, ja, wie soll ich sagen, Kriegsheld zu sein, so eine Art Chuck Norris. Alles klar. Okay. Direkt mal von Falco ein Ohrwurm bekommen. Er hat nur gesagt, alles klar. Und mir kam in den Sinn, Herr Kommissar. Oh, Private Field, hören Sie mal. Bop, bop. Thank God, it's a tank. Auto wäre jetzt wieder mit dreifacher Explosionskraft und Zerstörung explodiert. Thank God, it's a tank. Ist jetzt mein Spruch. So das Gefühl, der eine hat sich gerade von alleine erledigt. Gib mir Feuerschutz. Chip, 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 chip. Oh, sorry. Mann am
Sorry. Oh, sorry, Hundi. Mann, ey. Bin froh, wenn das vorbei ist. Oh, 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 rotes Fass, rotes Fass, rotes Fass. Der Effekt kommt hier gerade richtig gut. Arsch. Machst du das? Hast du jetzt davon? Hi. Wie läuft's bei euch? Meter in die Richtung. Ich glaube, dann sind wir wieder vereint. So. Bravo 6, Scharfschützenteam 2. Wir kommen aus dem Wald im Süden. Nicht schießen, das ist eines amerikanischen Scharfschützenteams. Schön, dass ihr Jungs es geschafft habt. Wir geben euch Scharfschützendeckung, sobald ihr innerhalb der... Was zur Hölle ist das? Hoppala. Oh, wir haben hier ein Problem. Delta 1 X-Ray, wir haben einen Raketenstart. Wiederhole, wir haben einen Raketenstart. Da ist noch eine. Delta 1 X-Ray, wir haben jetzt zwei Raketen in der Luft. Verstanden, Bravo 6. Unsere Satelliten verfolgen Sie jetzt. Bringen Sie Ihr Team in die Anlage und nehmen Sie das Kontrollzentrum ein. Wir arbeiten daran, die Abbruchcodes von den Russen zu bekommen. Ende. Ich nehme die Abkürzung. Eieieiei, das war's aber auch für diese Folge. Beim nächsten Mal schauen wir, was es mit den Raketen auf sich hatte. Schalte ich wieder ein. Bis dahin, abonnieren und ciao.